Jo, moin. Und zwar machen wir heute das Strap-on-Foil. Ich zeige euch das Ganze, wie man es zusammenbaut. Einmal beim Twin-Tip und bei einem Directional Board. Und dazu gehen wir direkt mal zum Foil. Wir haben soweit alles vorbereitet. Wir haben einmal zwei Halterungen, die kommen an die Kante vom Board, sodass das Board geschützt bleibt, auch wenn man die Spanngurte festmacht. Dazu mit dem Foil kommen die zwei Spanngurte, die Baseplate, die unten unter das Board kommt, und natürlich das Carbonfoil mit Mast und Flügeln. Und normalerweise hat man eben ein extra Foilboard und muss eben auch immer schauen, dass man das mitnimmt, gerade wenn man auf Reisen ist. Und das Gute hierbei ist, dass man einfach sein vorhandenes Board nimmt, das Ganze an das Foil befestigt und dadurch Gewicht und Zeit spart und am Ende aber auch viel mehr Möglichkeiten hat, die es so noch nicht gab. Das heißt, vom Mast her ist das Ganze fast unter dem Fuß positioniert, aber ein kleines Stück kommt es noch rüber. So. Das sieht gut aus. Dann machen wir hier an die Seite die Abstandshalter, die das Board schützen. Einen hier und einen auf der Seite. Das gleiche mit der anderen Kante. Dass man die Spanngurte nicht auf das Board, sondern unter das Board packt. Die haben dann zwar ein bisschen Widerstand, aber das lediglich beim Losfahren. Und das merkt man auch, sobald man dann in der Luft ist mit dem Foil, merkt man das nicht mehr und es stört auch nicht. Das heißt, die kommen an die Seite. So, ich mache das jetzt einmal provisorisch hier fest, ohne dass es jetzt komplett festgezogen wird. Das heißt, man hat hier an der Seite die Kante mit der Halterung, auf der anderen Seite ebenfalls. Die Schnüre kann man dann entweder abschneiden oder man wickelt die oben ums Board. Und dann hat man das Twin-Tip mit dem Foil drunter befestigt, welches soweit ausreichend stabil ist. Das werdet ihr aber im Video sehen. Und ja, als nächstes zeige ich euch, wie man das Ganze an den Wellenreiter macht. Denn man kann mit dem Foil mit jedem Board fahren, sei es ein SUP, ein Twin-Tip oder eben ein normales Directional Surfboard. Surfboard, und da nutzen wir die Arretierung für die Finne, die kommt hier rein, und dann dasselbe wie beim Twin-Tip. Das Board wird einmal durchgeschoben. So, im Idealfall liegt das natürlich nicht direkt auf der Kante. Aber da wir euch das jetzt noch einmal so zeigen, macht das nichts. So, und jetzt hat man auch unter einem Surfboard ein Foil und kann damit aus Wasser gehen. Und egal welches Board, egal wie, überall kommt das Plug-Foil drunter. So.